Ich bin zutiefst bestürzt und möchte das anprangern vor der Welt, dass du keine Headshots mehr kriegen sollst. Was ist hier los? Das ist doch kein Bullshit, was du da erzählst. Das ist die Wahrheit. Nein, das schon. Aber nicht das davor. Was? Da gelabert hast. Ich hab was gelabert? Ja. Nee. So, René, wie mache ich das jetzt? So einen unwichtigen Bullshit. Jetzt geht's los. Du meinst, was mit Kevin da? Was mit Kevin? Erklär mir das mal. Was soll ich dir erklären? Was soll ich dir bitte erklären? Mitten in der Aufnahme. Ja, und? Ja, da kann man noch was lernen hier, ne? Das ist Lern-TV. Und vor allen Dingen, ne? Vor allen Dingen bist du der Letzte, der kritisieren darf, wenn einer zu dumm ist, was zu installieren. Wirklich. Ich? Nee, Pascal. Pascal kann nicht mal einen VLC-Player installieren, ey. Ich kann einiges jetzt, Junge. Ich kann einige. Ja? Ich kann auch richtig mit Photoshop umgehen. Hast du das doch alleine installiert? Ja, nee. Nee. Ich kann auch ziemlich gut mit Premiere umgehen. Echt? Was du auch nicht alleine installiert hast? Doch, das habe ich sogar alleine installiert. Quatsch. Doch. Boah. Ja, Kevin, wie sieht's jetzt aus mit deiner Steam-Installation? Hm? Ich muss nicht Steam installieren, Mister. Doch, Kevin, DayZ gibt es in Steam, wie Pascal dir jetzt schon zweimal erzählt hat. Das war aus meinem Mund. DayZ gibt es jetzt in Steam. Gibt sehr gut. Oder in Origin. A oder B. Tor 1 oder Tor 2. Es gibt nur eine Wahl, Kevin. Nehmen wir dann, ne? Auch immer, wenn ich an Tor 1 und Tor 2 denke, muss ich immer an diesen Moderator denken, wie heißt der, Guido Kanz oder so. Der hatte doch nie was mit Toren zu tun. Weiß ich nicht, der sieht doch so aus. Der sieht nach Toren aus. Das sind nicht die Tore, das sind die Koffer. Ja. Wählen Sie den Koffer 1 oder 80? Ja, aber nee, da hat er so einen Spruch irgendwie. Nehmen Sie das oder nehmen Sie das nicht? Ein Deal or No Deal? Ja, Deal or No Deal. Ich hab gesagt, No Deal, No Deal, jetzt mal. Weißt du, das ist wie Jerry, Jerry. Ah, nur, dass die sich da nicht geprügelt haben. Der Typ ist bestimmt zu cool. Ah, Mann, Alter, bin ich scheiße. Wenn der erstmal hier die Kameras erstmal aus sind, da bei Deal or No Deal, dann zieht er sich bestimmt erstmal einen Johnny rein. Dann zieht er sich bestimmt erstmal die Hose aus, das macht der. Ja. So. Dann holt er sich die ganzen Weiber da, die die Koffer da gehalten haben, ne? Und dann gibt's ein großes Blaskonzert. Kevin, hast du das jetzt installiert? Ja, das sind die 42 Jungs. Mann, chill mal, ich bin gerade dabei, das zu machen. Du bist dabei, was zu machen? Ja, ich frag mich wirklich, was du da machst. Dann antworte ich nicht mehr. 42 ja. Strömung vor. Ja, klar, ne? Oh Gott. Das ist schon extrem absurd hier. Was hat er gerade gesagt? Ich hab einen Vogel? Ey, ich lauf nur wie so ein dummes Geschiss rum, ne? Und krieg die Eier vollgehauen. Mein Stuhl ist so unbequem, ist voll zum Kotzen. Bald ist ja wieder Peiniger. Ach nee, Peinigertag ist ja Vatertag für Natascha Kampusch. Ha, ha, da hast du aber wieder einen rausgehauen, wa? Da kommt ja jetzt der Film raus. Der war also ungeschickt platziert, möchte ich sagen. Nee, weiß ich nicht. Planieren? Nee, weiß ich nicht. Hättest du dir so lange, los, so lange aufheben müssen. Bullshit über irgendeinen Bullshit, den niemand interessiert. Das interessiert sowieso kein Schwein, was wir hier reden. Oder so. Man kann es aber wenigstens versuchen. Ach so. Ja gut, dann werde ich jetzt zum Diktat beten. Pascal, was sagen Sie denn zu dem Eierskandal? Eier. Warte, ich muss mal kurz meine... Ach so, er muss mal kurz seine Sackhaare sortieren, das muss er. Hey. Die zwei. Ja, du hast ja so ein Vogelnest da unten. Ja klar, da waren noch drei Vögel drin. Einer davon ist ein Emu. Der macht immer so Geräusche wie so ein Truthahn, ne? Nee, nur wenn ich meine Hose aufmache, dann schreit er wie so ein Spiel. Ich finde das euch schon im Truthahn übelst witzig. Ich meine, nee, das war bei dieser fette Truthahn immer weggemacht, dann immer die Geräusch. Ich weiß nicht, ich kann kein Truthahn nachmachen.
Du bist also kein Truthahn. Möchtest du mir das damit sagen? Ich hab doch mal wirklich einen gekillt. Unglaublich. Ich bin kein Truthahn. Ich bin ein Truthahn. Der Schmuckpuck. Wer kennt ihn nicht? Kevin, hey, Statusmeldung. Okay. Ey, ich hab Schmuckpuck gerade hergegeben. Ich sag's. Achtung, gleich kommt die Nachricht. Addon Daisy Admin requires Addon. Addon! Hältst du mal den Mund? Würdest du ihn bitte aussprechen lassen, damit ich ihn auslachen kann? DA Dubbing Counterattack. Counterattack. Oh Gott, steht der so? Ich wurde, ach du grüne Neune! Ich wurde von Ganon umgebracht! Ich wurde von Salvatore umgebracht. Von Ganon! Ja, normal. Ganon, nein. Herzog Onglet, nein. Ja, scheiße. Gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Geil. Ja, Kevin. Das war's denn mit Daisy. Für immer. Ich hab das Ganze mal entzählt bei Steam. Ich halte das ja für eine kluge Entscheidung, dass du auf eine SSD gewechselt bist, die eigentlich deinem Bruder gehört und du zu faul warst, das Betriebssystem neu zu installieren. Das hat damit nichts zu tun. Das war eine absolut gute Idee. Ach, das hat damit nichts zu tun. Ach so, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat doch nichts damit zu tun, dass Fraps nicht aufnimmt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass dein Battlefield nicht funktioniert. Das hat damit zu tun, dass es wahrscheinlich nicht so richtig eingestellt war. Also ich habe keine SSD, aber mein PC funktioniert. Ja, bei Kevin funktioniert irgendwie gar nichts. Installationen funktionieren nicht, Spiele funktionieren nicht, Ton funktioniert nicht. Was funktioniert eigentlich bei diesem Gerät, Kevin? Das, was ich brauche. Du brauchst einen Webbrowser für Facebook, damit du irgendwelchen Bitches schreiben kannst. Oh, ich bin jetzt online! Schreib mich an! Und dann. Okay, und dann funktioniert deine Tastatur nicht. Und dann. Und dann. Geht aber. Die geht? Mhm. Ach, Quatsch. Da, 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 da. Ja, Kevin, wie möchtest du all deine Probleme jetzt lösen? Ja, weiß ich nicht. Wenn mir keiner hilft, dann lass es. Ich empfehle eine Windows-Neuinstallation. Was ich von Anfang an gemacht hätte, was ich überhaupt nicht verstehen kann, warum in Gottes Namen du einfach dieses Windows übernommen hast. Weil das ganz normal ist, da ist ja nichts anders. Natürlich, die ganze Hardware ist anders. Hat damit nichts zu tun. Achso, das hat damit nichts zu tun. Ja, aber ich habe ja keine Probleme, die irgendwie damit zu tun haben, dass Windows nicht richtig ist. Es funktionieren nur alle Programme nicht. Welche Programme denn? Zähl mal auf. Battlefield 3. Arma 2, der Daisy Commander und Steam. Ja. Steam funktioniert. Ah ja, du kannst damit nur nichts installieren. Hä? Klar, kann ich versuchen. Ja, du kannst es aber nicht spielen. Fuck, Don't yeah. Starve habe ich auch schon getan. Toll, Kevin. Dann kannst du halt einen Don't Starve aufnehmen. Viel Spaß. Ach nee, dein Ton funktioniert ja nicht. Also, einfach nur Don't Starve Gameplay-Material. Oh Gott, Kevin hat sich jetzt selbst geklont in TeamSpeak. User was moved out of your channel. User disconnected from your channel. Hör auf, was gerade in die Schwultoilette zu stecken. Jetzt kommt er nicht mehr rein, weil er. Warum wurde ich denn gemoved? Warum wohl, weil Kevin nicht backen ist? You were moved. Das war ein harter Zug, Freundchen. You are moved. Dabei bin ich doch schon ausgezogen. Boah, wir waren zu den strengsten Eltern der Welt. Ja, ganz genau. Da lang Pukistan. Ey, ich glaube, ich habe in dieser ganzen Zeit, wo ich hier jetzt schon gespielt habe, 3 Leute oder so gekillt. Ich hab grad 3 Leute in 2 Sekunden gekillt. Ja, ich treff grad gar nichts. Eigentlich laufe ich nur drum rum und laber Piss. User in your channel timed out. Was hat er jetzt getan? Was ist auch, ne? Wie inkompetent kann ein Mensch sein? Au, au, au. Au, Olga. Können wir ja trotzdem Daisy spielen? Nee, können wir nicht. Das ist scheiße. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, Daisy zu spielen.
Halt dein Schandmaul. Ich finde diesen Server übrigens scheiße, Alter. Weil ich die Maps bis jetzt alle scheiße finde. Alter. Ich will aber nicht immer dieselben Maps spielen. Die Map habe ich schon 30 Mal gespielt. Letztes Mal hattest du mich immer nur zwischen drei Maps gewechselt. Altmetall, Zimbaturm. Nee, und das waren die einzigen beiden Maps. Quatsch, da war noch eine andere. Ja, Operation 927 in diesem komischen Haus. Das ist Lügen! Werk. Keine Ahnung. Ja, dann sag doch mal an, was möchtest du denn spielen? Ich? Ja. Du. So, ich dachte, jemand anders ist leider nicht mehr in TeamSpeak, weil er einfach rausgegangen ist und sich jetzt die Augen ausweint. Mal überlegen. Oder sein Windows neu installiert. Ja, ganz normal halt. Oder halt, nochmal. Ganz normal halt. Das werde ich gleich mal eingeben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, ganz normal halt. Lahm, Digga. Und da kommt oder halt mal Nosha Tower. Und nicht nur ein langweiliges Deathmatch. Irgendwie Capture the Flag, das ist auch ganz nice. Quatsch, ich bin gerade zu dumm, auch nur geradeaus zu laufen. Ich kann kein Capture the Flag spielen. Kein kompetenter Mitarbeiter. Ich kann es nicht oft betonen. Du kannst es nicht oft betonen, ja, das stimmt, weil du eindeutig zu dumm bist. Ja, scheiße und inkompetent, ne? Nee, inkompetent und scheiße bist du. Was labern die eigentlich alle? Nimmst du eigentlich auf oder nicht? Nö, ne? Machst du nicht. Warum soll ich das überhaupt machen? Ja, ich nehme ja auch nicht auf. Ich dachte, du wolltest das machen. Wie du mir glaubst. Alter! Komm her, du kleine Scheiße. Nee, der hat mich umgebracht. Und zwar Ganon 45. Der hat einfach irgendeinen dunklen Fluch benutzt und mich damit niedergestreckt. Boah, ich würde gerne noch so einen Keks essen, aber die sind so hart. Weißt du, und dafür habe ich jetzt aufgehört, Nino Kuni zu spielen, ne? Weil ich mir dachte, hey, wir könnten endlich mal zu dritt irgendwas spielen. Ich habe auch aufgehört, was zu machen. So ist es nicht. Du bist hier nicht der Einzige. Also hat Kevin, das dritte Mal in Folge, hat Kevin also meinen Abend zerstört. Wollte ich doch mal hier mal ein bisschen mit mir abzuspielen. Ja, tue ich doch. Ja, ist doch gut. Ich find's so ein bisschen krass, wie man so blöd sein kann. Ja, ne. Nom, 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 nom. Ich brauche jetzt nochmal wieder ein neues Spiel, ich weiß noch nicht was. Na, das ist ja wieder eine Light. DMC. Hat so viel Copyright-Musik. Ja, komplett Copyright-Musik. Kannst ja bei Noisia anfragen. Hey Jungs, darf ich eure Musik benutzen? Hallo, danke. Ja, darf ich eure Musik? Ich weiß nicht, wenn du so fragst, dann wahrscheinlich nicht. Und dann musst du noch bei Comic Christ anfragen. Ist richtig geil, wie gut ich bin. Ist richtig geil. Ich spawne immer nur und krieg auf die Eier. Jetzt wurde ich wiederbelebt, um dann auf die Eier zu kriegen. Alter, ich hab zwei Leute erschossen. In real life? Das war deine Mutter, Mann. Toll. Alter, ich hab vier Leute gerade erschossen. Weißt du, dann liegt da irgendeine schwule Granate und ich versuche auch noch wegzugehen, ne? Und die explodiert einfach und ich bin tot. Wie hat er den Ton denn nicht aufgenommen? Ja, das sein Mikrofon. Sein Mikrofon hat er einfach nicht mit aufgenommen. Jetzt redest du da ganz lange alleine einfach. Ja. Das will ich sehen. Nein, das wird ja niemals in irgendeiner Form benutzt. Wie? Aber du kannst so ein, hey, du kannst doch die Folge nicht einfach weglassen. Minecraft ist doch Minecraft, das bleibt doch alles bestehen, der Save. Ja, das ist ja das Schöne daran. Er hat's einfach verkackt. Komplett. Aber es muss jetzt halt so bleiben, ne? Lass ihn das doch nachsynchronisieren. Nö, nee, macht er ja nicht, das ist zu dumm so. Das ist blöd. Der Kleine ist einfach noch nicht reif genug für so eine Aufgabe. Wie ein Video herzustellen. Boah, das ist aber echt voll kompliziert beim ersten Mal, ey.
Naja, geht. Erinnere mich noch an meine ersten GTA Vice City Video. Ja, ja, da haben wir uns das ja auch noch extrem kompliziert gemacht. Das Fraps aufnehmen war nie kompliziert. Nur das Bearbeiten war kompliziert. Und der Ton einstellen, ne? Wenn du es nicht über Outer City aufnimmst. Ja, schon. Obwohl mittlerweile finde ich das nicht mehr schwer. Einmal testen, wenn es nicht richtig ist, ein bisschen rumdrehen und fertig. Ja, du musst ja mal das direkt zwischen Stimme und Dingens haben. Und ich habe ja auch immer jetzt meine selbe Einstellung. Ich habe immer dieselbe Einstellung. Und TeamSpeak hat immer dieselbe Lautstärke. Also brauche ich immer nur gucken, dass das Spiel ein bisschen leiser ist als dein Gewäsch. Oder halt genauso laut, weil das verhält sich dann immer noch so ein bisschen anders in Fraps. Aber dann funktioniert.